In diesem Video zeige ich euch meine Disney-Wohnung. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einer Roomtour meiner Wohnung, meiner Disney-Wohnung würde ich schon sagen, weil man findet eigentlich überall was von Disney. Ich wohne ja hier schon seit September und ihr habt euch eine Roomtour gewünscht, wo ich euch zeige, wie ich mich hier so eingerichtet habe. Und das mache ich jetzt in diesem Video. Ich zeige euch die einzelnen Räume, was ich so für Disney-Dekorationen in allen möglichen Ecken habe. Und erzähle ich auch ein bisschen eine Geschichte dazu, wenn es eine Geschichte zu erzählen gibt. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch vielleicht an meiner Wohnung am besten gefallen hat. Starten wir mit meinem Essbereich. Ja, die meisten Möbel habe ich ja tatsächlich aus Deutschland mitgebracht. Also ich habe kaum was dann neu dazu gekauft. Die meisten hatte ich schon. Ja, das ist hier meine Essecke, obwohl ich hier eigentlich nie esse. Also wenn ich alleine bin, esse ich immer auf der Couch. Ich bin nicht so der am Tisch-Esser. Keine Ahnung, zu Hause auf jeden Fall. Ja, ihr seht da schon Salz- und Pfefferstreuer mit Mickey Maus. Dann die Platzuntersetzer. Und ja, die Pflanze Blume hat mir mein Freund vor ein paar Wochen gekauft. Und ja, da hinten habt ihr dann schon die meisten Disney-Sachen. Da gehen wir jetzt auch hin und die zeige ich euch von Namen. Ansonsten, was ich auch liebe schon immer, sind Pflanzen. Und ich habe ja hier keine Fensterbänke in meiner neuen Wohnung, aber dafür hier diese, keine Ahnung, von den Gardinenhaltern dieser Platz oben und perfekt für hängende Pflanzen. Und deswegen, ja, möchte ich auf jeden Fall noch viel mehr hängende Pflanzen haben, aber es ist jetzt erstmal so die paar, die ich jetzt hier habe. Auf der anderen Seite habe ich auch noch welche. Und wie gesagt, möchte aber noch ganz viele mehr haben. Also wenn ihr Tipps habt für Hängepflanzen, die sehr leicht pflegeleicht sind und gut wachsen, dann immer gerne in die Kommentare. Ja, da sehen wir jetzt die Kommode von Namen. Hier haben wir die Statue vom 30. Geburtstag. Die es ja zu kaufen gab, die große Mickey-Statue mit dem 30. Geburtstag-Ornament mit Goofy, welches auch limitiert ist auf 2022 Stück. Ich habe hier 1004. Dann haben wir hier nochmal ein Pflänzchen. Das habe ich aus dem Müll gerettet tatsächlich, weil mein Freund hat zu Hause eine riesengroße Pflanze von dieser. Und die ist über die letzten Monate krass gewachsen, aber dann hat er die Heizung angemacht und da ist ein ganzer Strang dann wegen der Hitze kaputt gegangen. Und den hat er einfach weggeschmissen. Aber bei diesem Strang waren noch einige Ableger, sage ich mal, die man hätte noch nutzen können. Und die habe ich abgeschnitten, in Wasser gestellt und nach einigen Wochen hatten sie dann Wurzeln geschlagen. Und jetzt habe ich sie eingetopft und hier wächst sie weiter und gedeiht. Also ja, eine Pflanze, die ich aus dem Müll gerettet habe. Dann haben wir hier einen Funko Pop. Der gab es, glaube ich, zum 65. Geburtstag von Disneyland Anaheim mit dem Schloss und dem Funko hier mit Walt. Dann habe ich hier meine Disneyland 100 Figur, die ich mir jetzt letztens im Disneyland Paris gekauft habe. Sehr krass reduziert, die hat ja mal 400 Euro gekostet. Ich habe sie jetzt für unter 100 bekommen. Und hier nochmal ein Funko Pop, auch nochmal Schloss aus Florida, aus Orlando, aus Magic Kingdom. Das gab es, glaube ich, jetzt zum 50. Geburtstag vom Walt Disney World mit dieser goldenen Mickey. Und dann haben wir hier auch was ganz Besonderes. Und zwar ist das ein Bild, was für mich gezeichnet wurde von Make-A-Wish gab es das. Und der Zeichner ist der Originalzeichner gewesen, der auch die Comics malt. Also ein richtiges Unikat, deswegen ist da auch der Stern für Make-A-Wish. Ihr seht, für Simone, und da hat er auch unterschrieben. Und ein Unikat. Und hier haben wir auch eine Orchidee, die ich schon lange habe, aber irgendwie weiß nicht, ob sie nochmal mal irgendwann wieder besser aussieht. Aber ich geb die Hoffnung noch nicht auf. Und hier oben haben wir einmal den Disney 100 Hut. Dazu habe ich auch die Ohren, die ich auch trage. Aber den Hut trage ich nicht, das ist reine Dekoration, weil ich damit echt bescheuert aussehe. Dann haben wir hier die Disney 100 D23 Mickey-Figur. Die steht hier auch, weil ich finde, die passt einfach super dazu.
Und dann hier haben wir so ein Würfelset, was abends auch dann mit Timer leuchtet. So ähnlich wie die Lampe, die ihr hier sehen könnt. Nur die hier sind batterienbetrieben. Und wie gesagt, leuchten dann abends. Und hier haben wir auch nochmal eine Pflanze, eine Hängepflanze, die ja hier auch wächst und gedeiht. Kommen wir zu meiner Küche. Und ja, in der Schweiz ist es eigentlich gang und gäbe bei Mietwohnungen, dass eine Küche enthalten ist. Das heißt, die war hier schon drin. Und ja, klein, aber fein. Ich mag sie sehr. Hier haben wir meinen Mickey-Teppich. Den hat Brina mir mal bei Primark gekauft. Und ja, ich finde, der macht sich eigentlich ganz gut hier in der Küche. Was mich manchmal stört, ist, dass ich hier so ein bisschen, also der ist nicht dreckig, der ist gerade nass, weil ich die Spülmaschine ausgeräumt habe. Dass ich hier so ein bisschen über das Ohr immer falle, deswegen steht so ein bisschen ab. Ja, also meine Küche. Hier habt ihr einmal eine, die Chip-Figur. Ich weiß jetzt immer, wer Chip und wer Dale ist, wegen der Nase und dem Chocolate-Chip. Genau, die habe ich aber bei Shop Disney jetzt gekauft vor kurzem, steht jetzt hier in der Küche. Dann habe ich da eine ganz interessante Pflanze, denn die wächst auf einem Stein, wie ihr sehen könnt. Und da unten ist Wasser drin, das heißt, der Stein saugt das Wasser dann hier hoch. Und so ernährt sich die Pflanze und wächst jetzt schon, ich glaube, ich habe sie schon 2 Jahre. Wächst jetzt nicht mega schnell, aber sie ist noch nicht tot, sagen wir es mal so. Und da habe ich einfach so ein Serviertablett, auch glaub, vor 2 Jahren bei Shop Disney gekauft. Und ich mag das Design echt, habe auch die passende Decke dazu auf der Couch liegen. Ja, dann haben wir hier noch so, ich sag mal, Backofen-Hitzelappen. Und hier ist auch mal Mickey, hier sind Mickey-Köpfe dabei. Kaffeemaschine, Thermomix und vieles versteckt sich natürlich in meinen Schränken. Wie zum Beispiel jetzt hier meine Tassensammlung, hier meine Starbucks-Tassen, die ich abgöttisch liebe und sehr auf sie aufpasse und dafür sehr selten benutze, weil ich immer Angst habe, dass irgendeine kaputt geht, weil die gibt es halt so nicht mehr zu kaufen, also viele davon, und deswegen, ja, sind sie mir sehr, sehr heilig. Da sind noch ein paar Tassen und ja, überall versteckt sich so ein bisschen Disney in den Schränken. Ansonsten habe ich hier noch mein Tee und mein Wasserbecher, den gab es ja auch mal bei Shop Disney von Starbucks. Und den habe ich ja auch von Starbucks, aber aus dem Disneyland Paris zum 30. Geburtstag. Ansonsten, was sich noch in meiner Küche versteckt an Disney, ist einmal hier der Küchenrollenhalter. Den gibt es immer noch in Paris. Ich glaube, sogar jetzt ist aktuell reduziert gewesen. Damit hier Mandalorian Küchenrolle. Dann habe ich hier auch nochmal so ein Serviertablett in Holzoptik. Gab es auch mal bei Shop Disney, ich glaube sogar vor 3 Jahren. Das habe ich auch noch so Kissen und so. Und dann hier mein Obstkorb. Da hat auch so Mickey-Köpfe. Den habe ich noch länger. Also den habe ich, glaube ich, schon 5, 6 Jahre locker auch bei Shop Disney mal gekauft. Ja, meine Alexa. Und da ist auch, jetzt fängt sie wahrscheinlich gleich an zu reden. Darauf habe ich leider keine Antwort. Danke. Genau, das ist eigentlich auch eine von der da unten. Eine Uhr, aber da ist keine Batterie drin, das heißt, sie funktioniert aktuell nicht. Wenn man zum Beispiel einen Timer stellt, dann sieht man da, wie der Timer abläuft. Aber wie gesagt, da ist aktuell keine Batterie drin. Und ja, deswegen gibt es jetzt hier keine genaue Uhrzeit. Aber ist halt eine Mickey-Uhr, ne? Kommen wir zu meinem Wohnzimmer. Und ja, das sieht so aus. Also meine gemütliche Couch-Ecke. Und das Sofa habe ich tatsächlich Daria nachgekauft. Daria hatte dieses Sofa schon und ich habe mich immer so wohl gefühlt auf diesem Sofa. Habe ich gesagt, wenn ich irgendwann umziehe und genug Platz habe, dann kaufe ich mir auf jeden Fall auch dieses Sofa. Und da ist es. Habe ich tatsächlich neu gekauft und auch hier in der Schweiz. Das heißt, wurde mir hier direkt angeliefert und aufgebaut. Richtig gut. Der Tisch hier sollte eigentlich gar kein Couchtisch in dem Sinne werden, weil früher war es halt ein Beistelltisch, da stand eine Lampe drauf neben der Couch, aber die Couch ist jetzt viel höher als meine alte Couch und dann geht dieser Tisch eigentlich neben der Couch irgendwie verloren und dementsprechend nutze ich ihn seither als Couchtisch, aber ich finde, er passt jetzt nicht so 100%, aber er erfüllt aktuell seinen Zweck. Da seht ihr die Decke. Wo ich auch das Tablett in der Küche drin habe. Da habe ich auch noch so einen Beistelltisch. Und ja, ansonsten 2 Mickey-Kissen. Das Bild hier, was ja auch limitiert ist auf 100 Stück. Ich habe Nummer 53.
Und ja, gab es ja auch zum 30. Geburtstag ein richtig tolles Bild. Und ja, hier haben wir die Etagere, die ich gerne an Weihnachten und an Halloween nutze. Und den Rest des Jahres dekoriere ich sie zwar auch, aber ich finde es nicht so schön wie an Weihnachten und an Halloween. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch mal Tipps. Vielleicht muss ich auch mal bei Pinterest gucken oder so. Weil aktuell ist da irgendwie nur so Blumen drauf geklatscht. Und ja, hier die zwei Figuren, hier die Kunstblumen von Shop Disney. Aber ansonsten bin ich so ein bisschen ratlos. Ja, da habe ich noch eine IKEA-Lampe. Die passt halt ganz gut zu dem Beistelltisch hier, zu dem hier. Weil die auch gold ist und schwarz. Ja, das ist gerade... Also es ist noch nicht alles perfekt hier, aber ja, ich mag's. Neben meiner Couch habe ich dann noch hier so einen Schrank hingestellt. Den hatte ich vorher auch noch nicht. Den habe ich hier gekauft bei IKEA, weil es der Platz zugelassen hat und ich nicht genug Stauraum haben kann. Ja, hier haben wir die Büste von Herkules. Die habe ich jetzt auch letztens bei Shop Disney gekauft. Hier haben wir einige Disney-Bücher, vor allem aus den Disney-Parks. Und ja, die haben hier so ihren Platz gefunden mit den Eras-Füßen mit Mickey an den Seiten. Und da haben wir hier auch noch die Eras-Sachen, die Lampe mit The Walt Disney Studios und hier dieses Schild, was ich in Disneyland Paris gekauft habe im Sale. Ja, das gehört alles, wie gesagt, zu der Eras-Kollektion und passt hier ganz gut hin. Ansonsten habe ich hier noch meine D23-Zeitschriften. Da unten sind Ohren und ja, das steht hier so rum. Ja, hier sitze ich dann ganz oft, schaue natürlich Fernsehen, aber schneide auch meine Videos. Ihr seht es da, da ist meine Maus und meine Tastatur. Und ja, ich habe nur meinen Computer am Fernseher angeschlossen. Ich habe keine Satellitenfernsehen, kein gar nichts, das mache ich alles über den Computer. Und ihr seht da, mein Bildschirmschoner sind Bilder von mir und meinen Freunden in den Disney-Parks. Und ja, schaue ich natürlich gerne immer zu, was wir so erlebt haben in den letzten Jahren. Und ich höre tatsächlich, ihr glaubt es nicht, aber ich höre tatsächlich 80% der Zeit Disney-Parks-Musik zu Hause. ED92 Radio könnt ihr bei Google eingeben und dann läuft hier fast immer Parkmusik. Natürlich, wenn ich jetzt filme, habe ich es aus. Aber wenn ich irgendwas zu Hause mache oder sonstiges, läuft bei mir immer diese Musik. Und ich weiß, viele finden es nervig von meinem Freund. Wenn der da ist, muss ich die immer ausmachen, weil er die echt nervig findet. Ich liebe es. Mir macht es gute Laune. Und ja, so arbeite ich tatsächlich noch lieber hier irgendwas zu Hause, Haushalt oder so. Oder bereite Videos vor mit den Bildern zusammen. Es ist für mich einfach toll. Deswegen höre ich eigentlich... Fast nur, also entweder gucke ich Fernsehen oder ich höre ED92 Radio. Spotify oder sowas höre ich eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin. Und habt ihr schon gesehen, neben dem Fernseher steht auch noch eine Kommode mit ein paar schönen Disney-Schätzen. Also machen wir hier oben wieder Pflänzchen. Eine Orchidee, die ich auch schon sehr, sehr lange habe und die mittlerweile auch echt krass wächst. Weil hier das zum Beispiel, das und das... sind alles nur noch Luftwurzeln. Also die hat keine Verbindung mehr zur Erde unten, was echt krass ist. Ja, und sie ernährt sich allein aus der Luftfeuchtigkeit. Deswegen muss ich sie auch oft immer ansprühen. Deswegen steht die Flasche hier. Hier habe ich einmal eine Mickey-Kunstpflanze aus dem Shop Disney. Hier hinter habe ich Bücher. Ihr seht da die Willensbücher teilweise. Und ja, aber auch hier die goldenen Bücher. Und da unten haben wir die Disneyland Hotel Uhr. Freue ich mich sehr drüber, die hier zu haben. Ein sehr, sehr schönes Stück. Und da unten haben wir Harry Potter Bücher. Und da unten sind Ohren drin in dem Körbchen. Dann haben wir hier einmal das Lego Schloss, welches den Umzug tatsächlich überlebt hat. Ich habe es nicht dran geglaubt. Das hat mir damals mein Freund geschenkt. Während Corona, wo er schon in der Schweiz war und ich noch in Deutschland und wir uns nicht sehen konnten für einige Monate, weil wegen der Grenzschließung, hat er gesagt, hier hast du was zu tun, wenn wir uns nicht sehen, baust du mal ein Lego-Schloss. Genau, deswegen, aber ich habe es aufgebaut und es steht immer noch 1A. Da ist auch so eine Kette dran, die abends leuchtet. Da links und rechts haben wir so Kunstpflänzchen von Primark. Und hier hinter haben wir einmal ein Disneyland Paris Bild, wo ich auch oft gefragt werde, wo ich das her habe. Das war mal eine Kooperation vor einigen Jahren. Ich glaube, es hieß Mappyful oder so. Googelt mal irgendwie Map Poster oder so. Da gibt es bestimmt einige Anbieter.
Und ich habe ein, was ist selbst personalisiert. Also ich habe Disneyland Paris eingegeben als Text und die Koordinaten. Und eigentlich habe ich ein bisschen einen Fehler gemacht, weil das alles ist nicht Disneyland Paris. Das hier ist Disneyland Paris. alles, was in dem Kreis drin ist. Und ja, da ist ein bisschen mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber jetzt ist es halt so. Es sieht trotzdem schön aus. Und ja, nur Kenner wissen, dass das im Kreis Disneyland Paris ist. Genau, ich glaube, das hier ist das Ende vom, also da ist es der Kreisel beim Village. Und ich glaube, das müsste der Lake Disney sein. Und ja, dann ist hier, glaube ich, der, das sind die Walt Disney Studios, soweit ich weiß. Und hier ist dann der Hauptpark, glaube ich. Naja, hier irgendwo entsteht Frozenland. Naja, egal. ja, aber habe ich mal gekauft und dann, nicht gekauft, habe ich in der Kooperation bekommen. Und da habe ich hier eine Walt und Mickey Figur, die ich beim letzten Mal im Disneyland Hotel gekauft habe, mit der ich schon lange geliebäugelt habe und sie jetzt beim letzten Mal mitgenommen habe, weil es die Disneyland Hotel Uhr nicht gab. Und passt super zu dem Bild, welches ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin von meiner Mama. Das gab es auf AIDA mal zu kaufen. Da gibt es ja auch so Kunstwerke, war nicht günstig. Aber damals ist ein Unfall passiert ihr und ich musste dann mit ihr ins Krankenhaus im Ausland. Und dadurch, dass ich ihr so geholfen habe und mitgekommen bin und alles geregelt habe, hat sie mir als Dankeschön dieses Bild gekauft, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ansonsten, das hier hat Daria für mich gebastelt. Ja, es ist handmade, mit Hand geklebt, jede einzelne Rose. Und hier haben wir noch so ein bisschen Schön und das Biest. Einmal die Sensi-Lampe mit Madame Potts. Ich hatte auch mal Tassilo. Ich weiß nicht, wo Tassilo abgeblieben ist beim Umzug. Keine Ahnung. Und ja, hier dieses Bild von die Schöne und das Biest. Ansonsten sind da unten nur Ohren. Da sind auch Ohren drin. Und da sind, da habe ich ihr gesagt, es sind Ohren drin. Nee, da sind meine Schulterpuppen drin. Genau. Ach so, und wenn ich euch eh jetzt schon dran habe. Ein Feedback war auch, dass ihr euch den Hintergrund während meiner Videos, also das ist ja mein Hintergrund aktuell, anders wünscht. Also gefällt euch der Hintergrund? Soll ich doch was verändern? Soll ich woanders drehen? Ja, sagt gerne mal unten, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem Hintergrund haltet. Ich habe mir auch überlegt, mal ein Greenscreen anzulegen. Ich weiß aber nicht, wie das dann aussehen würde. Ja. Mich würde gerne mal eure Meinung interessieren. Ja, das ist meine Office-Ecke sozusagen, meine Home-Office-Ecke. Ich darf ja einmal die Woche im Schnitt von zu Hause aus arbeiten. Und genau, so sieht meine Home-Office-Ecke aus. Der Tisch ist auch höhenverstellbar. Da ist jetzt nicht wirklich viel von Disney. Der Untersetzer und hier meine Mickey-Maus-Kopfhörer. Und da oben haben wir noch einige Pflänzchen. Wie gesagt, ich liebe Pflanzen. Ansonsten haben wir da oben auch noch mal ein paar Pflänzchen. Ich habe, wie gesagt, ich habe sehr gerne Hängepflanzen. Und ja, ich möchte noch einige mehr. Ja, hier unten stehen auch noch ein paar Pflanzen. Die habe ich erst letztens umgetopft in einen größeren Topf. Dann hier haben wir so einen Geldbaum. Der hat auch schon einiges mitgemacht, aber er wächst und gedeiht. Und hier haben wir eine Zitrone stehen, die nur im Winter hier drin steht. Zur Überwinterung im Sommer oder im Frühjahr geht sie dann auch schon wieder raus. Da freue ich mich auch drauf, wenn der Platz hier wieder weg, also wenn der Platz wieder frei ist. Und ja, die müssten wir eigentlich auch mal umtopfen. Der Topf ist auch viel zu klein. Und ich freue mich auch bald, dass sie wieder raus kann. Ja, ich habe auch einen ganz tollen Balkon, der aber aktuell nicht vorzeigbar ist. Also dem werde ich mich nach dem Urlaub widmen, wenn es jetzt auch wärmer wird. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar Pflänzchen kaufe, die ich dann an meinen Balkongeländer mache. Den Stuhl habe ich ja letztes Jahr gekauft bei XXL Lucia in der Schweiz, beim Sale. Und ja, wie gesagt, dem Ganzen widme ich mich erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Das sieht alles hier noch nicht so vorzeigbar aus. Ja. Aber freue mich drauf, wenn es wärmer wird, hier dann abends nach der Arbeit zu sitzen und vielleicht mein Abendessen zu essen, Videos zu schneiden. Also ja, ein ganz, ganz toller Balkon und sehr ruhig, wie ihr hier hören könnt. Habe hier so einen kleinen Durchgangsflur und hier habe ich dann ja, das Schöne und das Biestbild oder das Bellbild.
einmal so einen Kerzenhalter, da habe ich so eine elektronische Timerkerze drin, die abends leuchtet. Und hier so eine Kunstpflanze von Shop Disney. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir erstmal mit Ladekabel. Ihr seht, wir haben übrigens andere Steckdosen. Also die hier passen. Aber die dicken Steckdosen, da braucht man einen Adapter für. Ja, und hier hängt mein ganzer Stolz. Meine Run Disney Medaillen, die ich mir selbst erlaufen habe. 2018 und 2019. Und ja, wie gesagt, bin super stolz drauf. Hier hängen auch noch Bilder von 2018. Hier war ich als beim 10-Kilometer-Lauf als Grinsekatze verkleidet. Das war Halbmarathon und das war auch der Halbmarathon. Und ja, die Medaillen sind einfach, ja, erstmal ein Symbol für mich, dass ich was erreichen kann, was ich überhaupt nicht mag. Ich hasse Joggen. Seit dem letzten Lauf, auch hier seit dem Halbmarathon 2019, bin ich noch nie wieder danach gelaufen, also gejoggt. Würde es aber gerne wieder, also wenn Disneyland Paris so Events wieder machen würde, würde ich auf jeden Fall wieder dran teilnehmen, aber ich habe leider Gerüchte gehört, dass es nicht der Fall sein wird. Muss ich nach Amerika oder in Hongkong, gibt es die glaube ich auch, vielleicht dann nochmal nach Hongkong, um dort zu laufen. Ja, weil es hat mir echt Spaß gemacht, natürlich wird man dadurch auch fit. Und ja, es motiviert mich halt irgendwie, wenn ich weiß, okay, ich laufe dann im Disneyland, dann muss ich halt trainiert sein, vor allem für einen Halbmarathon. Und dann bin ich halt motiviert, auch laufen zu gehen. Naja, gehen wir mal die Medaillen durch. Das Thema 2018 war Bösewichte. Da war kurz der Kamera-Akku leer. Also, wie gesagt, das Thema 2018 war Bösewichte und der 5-Kilometer-Lauf widmete sich dem Thema Marvel. Und deswegen ist der Bösewicht von Marvel hier drauf. Keine Ahnung, wie er heißt. Habe ich vergessen. Ich habe keinen der Marvel, also von diesen Marvel Avengers und Endgame und so habe ich alles nicht gesehen. Dann 10 Kilometer war das Thema Sidekicks der Bösewichte. Deswegen ist hier die von Hades drauf. Jetzt fällt mir gerade den Namen nicht ein. Ihr wisst, wen ich meine. Und 10 Kilometer Lauf. Ist 10 Kilometer auf Halbmarathon, ist auf der Medaille immer Mickey oder Mickey und Minnie drauf und das Schloss für Disneyland Paris. Deswegen hat das nichts hier mit Bösewicht zu tun und deswegen ist da Mickey als Sorcerer drauf. Aber wenn man zum Beispiel jetzt den 10 Kilometer Lauf und den Halbmarathon läuft, dann bekommt man eine Zusatzmedaille und zwar die 31 Kilometer Medaille und da ist wieder Maleficent drauf. Und wenn man alle drei Läufe mitmacht, ich muss mal aufpassen, dass sie nicht zerkratzen, weil einige sind schon ein bisschen zerkratzt. Sieht man auch hier irgendwo, da vorne so ein bisschen. Genau, und wenn man alle drei Läufe mitmacht, dann bekommt man die 36 Kilometer Medaille. Genau, das waren die ganzen Medaillen aus 2018. Steht auch, ne, da steht nur 2018 und da stehen halt wieder die Läufe drauf. Und hier steht es auch 10 Kilometer, 21 Kilometer, 15, 21 Kilometer. Und dann 2019 natürlich, haben wir dasselbe Spiel nochmal gemacht. Und ich weiß nicht, was das generelle Thema war. Aber auf jeden Fall 5 Kilometer war Lion King. Deswegen hier, und ihr seht ja tatsächlich auch schon die Spuren, weil man hat, oder ich habe die dann immer am letzten Tag alle 5 getragen für Fotos und so. Und dann reiben die aneinander und dann sind hier diese Macken entstanden. Deswegen bin ich jetzt super vorsichtig mit denen. Dann einmal 10 Kilometer Laufpart Thema Prinzessin, da bin ich auch aus Belle gelaufen. Und ja, die Rapunzel-Medaille. Dann Halbmarathon wieder Mickey und diesmal Minnie, weil das Thema Paare war. Und deswegen sind beide da drauf. Und dann 31 Kilometer war das Thema, oder die zwei Themen der 31 und 36 Kilometer Medaillen sind Aladdin gewesen. Deswegen hier einmal Aladdin. Und bei der 36 Kilometer ist dann Genie drauf. Ja. Wie gesagt, ich liebe sie. Welche gefällt euch vielleicht am besten von den 10 Medaillen? 10? 2, 4, 6, 8. Doch, 10 Stück. ja. Ich muss sagen, mein Highlight ist schon hier die Halbmarathon. Weil für mich, wenn man mich gefragt hätte vor... Ja gut, 5 Jahren jetzt nicht. Vor 6, 7 Jahren, dass ich mal einen Halbmarathon laufe, hatte ich gesagt, pff, spinnt ihr doch. Aber ich habe es mal geschafft. Und tatsächlich ist das Ziel ja nicht bei Disney, den Disney-Läufen als erster ins Ziel zu kommen, sondern überhaupt ins Ziel zu kommen.
Und dann bekommt man trotzdem eine Medaille. Und deswegen, dort hat man Charaktere auf dem Weg und einfach durch den Park zu laufen. Man muss zwar früh aufstehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das habe ich übrigens mal bei Etsy bestellt. Ja, also wenn es nicht nach Paris kommt, muss ich irgendwann mal vielleicht nach Hongkong oder doch nach Amerika die Läufe machen. Weil das hat schon echt viel Spaß gemacht. Mein Badezimmer, klein, aber fein, wie ich finde. Ja, Waschbecken. Hier haben wir einmal die Figur von der Disney Magic. Den Mickey von der Disney Cruise Line. Die Disney Dream Figur fehlt mir tatsächlich leider noch. Ja, hier oben haben wir noch ein paar Pflänzchen. Und ansonsten, ja, Badewanne, Dusche. Und was ich immer habe, sind halt die Handtücher von dänisches Bettenlager. Jetzt heißt es aber anders. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die gab es, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber die gab es mal beim dänischen Bettenlager. Mir liegt es auf der Zunge, wie es heißt. Naja. Und ja, das ist mein kleines, aber feines Bad. Waschmaschine habe ich hier übrigens nicht. Das ist auch gang und gäbe in der Schweiz, dass man eine Waschmaschine hat im Keller und sich die teilt. So ist es. Ja, mein Schlafzimmer behandle ich tatsächlich auch noch ein bisschen stiefmütterlich, muss man sagen. Da fehlen noch einiges an Deko vor allem. Ja, das Bett habe ich schon ewig. Ist auch sehr bequem. Und ja, so sieht das hier aus. Habe hier auch noch einen Fernseher. Und wie gesagt, hier fehlt noch so ein paar Bilder an der Wand. Und ja, mein Schlafzimmer, wie gesagt, ist aktuell sehr, sehr stiefmütterlich. Aber hier habt ihr mein Baby Yoda, mit dem ich immer abends ins Bett gehe. Die Make-A-Wish-Mickey habe ich da. So Kissen mit Ariel. Und ja, wie gesagt, Deko fehlt hier echt noch. Also die Pflanze sieht auch nicht mehr so gesund aus. Das ist auch die einzige jetzt hier im Schlafzimmer, weil ich auch oft einfach die Vorhänge zu habe. Ja. Aber hier haben wir ein Bild, einmal mit Daria und mir von Harry Potter Visions of Magic und eins mit Brina. Ja, wie gesagt, hier hätte ich gerne noch ein Bild und ja, ist alles so ein bisschen, wie gesagt, stiefmütterlich hier aktuell. Kommen wir zu meinem letzten, dritten und letzten Zimmer. Und zwar meinem Ankleide-Schmink-Disney-Zimmer. Weil hier tatsächlich auch sehr, sehr viel Disney-Deko drin ist. Ja, ihr seht hier einmal mein Dumbo-Schaukelpferd. Das habe ich auch schon lange. Gab es noch bei Primark. Und auch den Teppich habe ich von Primark. Ansonsten habe ich hier so eine Puppe. Ich weiß, das Outfit passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe es einfach mal jetzt der Puppe irgendwann mal angezogen. Seitdem hängt es da. Ja, seit ich hier eingezogen bin, habe ich mir Türen gekauft. Ich hatte vorher offene Schränke in meiner alten Wohnung. Das hat mich aber irgendwann genervt. Und seit ich hier wohne, habe ich jetzt hier Schranktüren dran. Ja, und eigentlich habe ich noch eine Schranktür für das hintere Fach hier, wo eigentlich meine Schuhe sind. Aber da müsste ich meine Schuhe, weil ich habe meine Schuhe sehr gerne in Kartons, wie ihr sehen könnt. Und dann geht natürlich die Tür nicht mehr zu. Das heißt, ich müsste mal schauen, ob ich die Schuhe irgendwo anders hin tue und dann da halt eine Tür reinmache. Ja, die Tür habe ich schon, aber das muss ich mich irgendwann mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mich dem Thema mal widmen. Ja, in den Ecken müsst ihr auch nicht so genau hinschauen. Da ist auch noch ein bisschen chaotisch. Was wir aber hier haben, ist ein Regal, was ich auch vorher schon hatte, mit ganz vielen tollen Disney-Schätzen. Fangen wir hier unten an. Da haben wir einmal die Sieben-Zwerge-Figur. Dann haben wir hier ein Bilderrahmen von New York, wo ich mal in New York war. Habe ich in einem Disney-Store gekauft. Dann haben wir auch noch einen Bilderrahmen, den ich zum 30. Geburtstag von meinen Freunden bekommen habe, wo eigentlich ein Bild rein sollte von mir in Walt Disney World bei meinem ersten Besuch. Habe ich aber auch noch nicht ausgedruckt. Dann habe ich hier zwei Schlüssel. Einmal It's a Small World und einmal den Disney 100 Schlüssel. Und dahinter habe ich noch eins der ersten Bilder mit Mickey. Warte, was ist da? Da sieht man es. Und da ist noch so eine Tasse hinten versteckt. Dann haben wir einmal ein Schön und das Biest Regal mit ganz viel Schön und das Biest Merchandise. Madame Potts und Tassilo. Dann haben wir da einen Funko Pop mit Schön und das Biest. Schön und das Biest Figur. Herr von Unruh, dann Lumière und da haben wir auch noch eine Belle-Häkelpuppe, die mir mal eine Followerin gehäkelt hat und zugeschickt hat. Die ist immer noch da. Dann haben wir hier den Beauty and the Beast Spiegel und Madame Kommode hier. Die ist auch echt cool, muss ich sagen, die Figur. Liebe ich sehr. Dann eins höher geht es um Schlösser.
Da haben wir so einige Schlösser. Habe ich hier immer die Disney 100 Schneekugel mit dem Anaheim-Schloss. Dann habe ich da das Disneyland Paris Schloss in der Kuppe drin. Dann habe ich hier die Cinderella-Kutsche von Sensi als Lampe. Dann habe ich da das Polly Pocket Schloss, Disney Schloss. Habe ich mal bei eBay gekauft, vor 2 Jahren, glaube ich. Und da hinten haben wir die Pins der Schlösser, die es mal bei Shop Disney gab, zu den verschiedenen Prinzessinnen-Schlössern. Und ganz oben, da haben wir die Figur, die hat mir meine Mama bei unserem ersten gemeinsamen Disneyland Paris Trip gekauft. Bei dem unterm Schloss war das, glaube ich, in dem Shop. 2 Popcorn-Eimer, einmal Disneyland 100, einmal Pride Popcorn-Eimer. Da haben wir noch einen Popcorn-Eimer aus Hongkong zum 15. Geburtstag. Den habe ich mal online bestellt, wie gesagt, auch einen Popcorn-Eimer. Und dann diese 2 Mini-Puppenfiguren, die ich auch schon ewig habe, die gab es mal. Und ganz da oben haben wir die goldenen Bücher. Ich weiß nicht, wie viele ich davon habe, auf jeden Fall sehr viele. Und die liegen da und warten, bis ich sie jemandem vorlesen kann. Ja, das ist jetzt meine Schminkecke, wo ich mich jeden Morgen herrichte, zur Arbeit oder sonst wo. Schaut nicht so in die Ecken, ist bei mir kein Möbelhaus. Ich wohne halt hier und nicht jede Ecke ist bisher noch top arrangiert und aufgeräumt. Deswegen, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber das ist meine Schminkecke mit Schmink-Minimaus-Spiegel. Und ja, das war meine Roomtour. Ja, und das war meine Roomtour hier in meiner Wohnung. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich liebe diese Wohnung. Sie ist super hell und ich freue mich einfach auf, jetzt wenn es wärmer wird, dass ich auf dem Balkon sitzen kann und so. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und wohne hier sehr, sehr gerne. Und verbringe jetzt auch öfter Zeit zu Hause als vielleicht letztes Jahr. Jetzt wird es kurz dunkel. Ja, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.